Unschwer zu erkennen, das sieht aus wie ein Burger. Aber die Brötchen, oder auch Buns genannt, habe ich durch solche selbstgemachten Zucchini-Puffer ersetzt. So sieht solch ein Burger innen aus und das Ganze habe ich als Zucchini-Burger-Auflauf gemacht und auch so benannt. Wie ich diese Leckerei gemacht habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Da die Zutatenliste lang, zu lang zum Vorlesen ist, lasse ich sie hier nur mal schnell durchlaufen. Wie immer könnt ihr aber alle Zutaten unter diesem Video auch nachlesen. Als erstes werden die Zucchinis gewaschen und dann fein geraspelt. Ich habe dafür eine Küchenmaschine genommen, sonst hätte das zu lange gedauert. Die Zucchini-Raspel kommen dann in ein Sieb und werden mit etwas Salz vermengt. Das Salz entzieht den Zucchinis schneller die Flüssigkeit, denn die Zucchinis müssen gut abtropfen. Während die Zucchinis so vor sich hin tropfen, werden die Zwiebeln schon mal in feine Streifen geschnitten. Jetzt kommen wir nochmal zu den Zucchini-Raspeln. Die kommen jetzt in ein Abseiltuch oder ein Küchentuch und werden gut ausgedrückt. Dann werden die Zucchinis und die Zwiebeln miteinander vermengt. Damit die Puffer nachher gleichmäßig braten, wird die Masse gut vermengt. Dann kommen alle anderen Zutaten hinzu, wird gut durchgemengt, damit es ein schöner glatter Teig wird. Nach und nach werden jetzt die Zucchini-Puffer, ich habe sie ja Zucchini-Buns genannt, in reichlich Öl ausgebacken. Die Pfanne sollte auf maximal mittlere Hitze erhitzt werden, sonst werden die Zucchini-Puffer zu schnell dunkel. Nahezu jeder kennt diese käuflichen Burger-Buns. Ungefähr diese Größe sollten dann auch die Puffer im Umfang haben. So sehen sie dann von außen und so sehen sie von innen aus. Während die Puffer backen, werden die anderen Zwiebeln schon mal in Streifen geschnitten und dann in der Pfanne gebraten, in der vorher die Puffer waren. Wenn sie schön goldbraun sind, werden sie erstmal beiseite gestellt. Dann erstellen wir aus Mayonnaise, Ketchup, Saft von sauren Gurken, einem Löffel Senf und etwas Knoblauch eine leckere Burgersoße. Alle Zutaten gut verrühren und dann erstmal kurz beiseite stellen. Jetzt kommt wiederum in die gleiche Pfanne, wo vorher die Zwiebeln angebraten wurden und darin wird dann das Hackfleisch kräftig angebraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und wenn alles schön durchgegart ist, dann kommt die Soße, die wir eben erstellt haben, hinzu. Alles gut verrühren und erstmal beiseite stellen. In einer Auflaufform kommen jetzt auf den Boden 6 Buns. Auf den Buns wird das Hackfleisch verteilt, darauf kommt gekochter Schinken. Schinken dann unsere gebratenen Zwiebeln, Käse. Auf den Cheddar-Käse dann noch eine Lage Röstzwiebeln, worauf dann die weiteren Zucchini-Puffer als Deckel sozusagen oben drauf kommen. Und ganz oben auch als letztes kommt dann geriebener Käse drauf. Jetzt ab in den Ofen und bei 170 Grad Umluft 15 Minuten backen. So sieht dann der fertige Zucchini-Burger-Auflauf aus und kann angerichtet werden. Ich wünsche nun gutes Gelingen beim Nachmachen und guten Appetit. Weitere Aufläufe von mir könnt ihr hier oben in dieser Playlist sehen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.